Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Mike Walpurgis und unseren Mittelfeldkünstler Aya Sausmann. Mike, zu Beginn an dich die Frage: Wie fällt dein Rückblick auf eine doch sehr abwechslungsreiche Trainingswoche aus? Künstler, Mittelfeldkünstler, das ist ein Lob. Schönen guten Tag. Ja, wir freuen uns natürlich auf ein tolles Spiel. Wir haben die Woche genutzt und haben viel gemacht, haben sehr viel trainiert, jeden Tag trainiert, haben auch noch Zeit gefunden, um mit der Mannschaft ein Team-Event zu machen, haben dort in kleinen Gruppen Billard, Bowling, Dart, Tischfußball, Airhockey gespielt. Das Trainerteam war auch dabei. Ich bin froh, dass ich vor Ayers landen konnte. Und es war ein toller Abend. Wir haben anschließend noch Lasertag gespielt. Also eine schöne Veranstaltung, hat eine Menge Spaß gemacht. Und war mal eine interessante Abwechslung zum normalen Training. Arbeiten wir uns Stück für Stück voran. Auf welche Spieler musst du am Samstag aller Voraussicht nach in Köln verzichten? Ja, ausfallen werden auf jeden Fall Patrick Mösche, Brian Hamelain, Yannick Müller und Florian Ballas sind jetzt wieder leicht ins Training eingestiegen. Beim Flo sieht es so aus, dass er sicherlich noch ein paar Wochen benötigt, um auch wieder voll integriert zu werden. Beim Yannick sind wir da auf jeden Fall so weit, dass er in der nächsten Woche schon wieder zur Mannschaft dazu stößt und ich froh bin, dass wieder ein Spieler mehr am Training teilnehmen kann. Wie bereitest du deine Mannschaft auf das beim hochklassig besetzten 1. FC Köln vor? Ja, wie schon gesagt, wir haben in der Woche intensiv und konzentriert gearbeitet, gehen natürlich heute und morgen nochmal auf ein paar Dinge ein, die wir speziell erwarten beim Gegner, aber auch wie wir dagegen agieren wollen und freuen uns natürlich auf ein tolles Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, eine Mannschaft mit sehr viel Tradition. Es ist natürlich ein gefühlter Bundesligist und wir freuen uns darauf, dass wir uns jetzt mit so einer Top-Mannschaft messen dürfen. Mike, danke dir für den Moment. Ayers, für dich bedeutet die Reise nach Köln auch eine Reise in deine Vergangenheit. Wie sehr freust du dich auf deine Rückkehr zum 1. FC Köln in dieses wunderbare Stadion? Ich habe ja eineinhalb Jahre dort gespielt, aber leider nie in dem Stadion, wo ich eigentlich immer spielen wollte. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass ich mit Dynamo Dresden dort spielen darf. Und ich will denen das auf jeden Fall heimzahlen. Dynamo und den 1. FC Köln trennen im Moment nur 3 Punkte. Wie viel Motivation zieht man aus so einer Tabellenkonstellation als Fußballprofi vor so einer tollen Begegnung? Ja, ich glaube, wir als Mannschaft haben uns viel vorgenommen. Nicht nur gegen Köln, auch gegen andere Mannschaften. Und dass wir jetzt in Köln spielen, ist natürlich für uns ein Highlight. Und ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich darauf. Und ich vermute, wir haben alle gut trainiert, werden einen super Matchplan machen und wollen in Köln auf jeden Fall was mitnehmen. Danke auch dir für den Moment, Ayers. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Mit der Bitte, wie immer, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und den Knopf nach oben zu machen. 2 Sekunden zu warten und dann geht's scharf. Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Herr Walpurgis, der Henry hat es schon angesprochen, der Abstand in der Tabelle ist momentan gar nicht so groß zwischen beiden Mannschaften. Wie klar ist denn die Rollenverteilung Außenseiter-Favorit tatsächlich? Vielleicht die Frage dann auch hinterher noch an Ayers.
Ja, also ich denke, tabellarisch ist die zweite Liga insgesamt noch sehr eng zusammen. Aussagekräftig ist eine Tabelle sicherlich schon, aber entscheidend wird es sein, wie viel Motivationsausdauer jede Mannschaft hat, wie viele richtigen Antworten die Teams immer finden auf den jeweiligen Gegner. Das sind auch immer wieder unterschiedliche Ansätze. Muss sich jede Woche wieder neu und gut auf den Gegner einstellen und muss natürlich auch schauen, dass man sein eigenes Spiel so gut wie möglich durchbringt und da immer die richtigen taktischen Lösungen hat, aber natürlich auch emotional-mentale Lösungen hat auf die jeweilige Situation. Und da wird uns natürlich mit Köln auch eine dementsprechend große Herausforderung bevorstehen. Also ich denke, dass der erste FC Köln der Favorit ist, weil sie auch zu Hause spielen und weil sie seit mehreren Spielen zu Hause auch nicht gewonnen haben. Punkt. Nächste Frage kommt wieder von Sven Geisler. Knopf nach oben. Knopf nach oben, ist nach oben. Okay, weil ich einfach gleich anschließen will. Letzten Spiele zu Hause nicht gewonnen, die haben so eine Schwächephase, würde ich es mal nennen. Ist das nicht gerade auch die große Chance jetzt für den vermeintlichen Außenseiter? Ja, ich denke, Chancen gibt's jede Woche. Das haben wir auch in den Spielen hier zu Hause gegen den HSV gesehen. Das Spiel war sehr, sehr eng und das hätten wir auch für uns entscheiden können. Wenn wir dort unsere Tore machen, dann hätten wir es auch deutlich entscheiden können. Wir waren an dem Tag spielerisch sehr stark, haben gute Lösungen gegen den Gegner gefunden. Und wenn uns das jetzt am Samstag beim FC Köln gelingt und wir gut in der Torchancenverwertung sind, dann traue ich uns dort auch eine Menge zu. Aber wir wissen natürlich auch um die Qualität des Gegners. Wir wissen, dass sie natürlich auch mit Terodde, den absoluten Topstürmer der Liga, in ihren Reihen haben, der auch schon mit mehreren Teams aufgestiegen ist und auch dort in den Saisons immer wieder Torschützenkönig der zweiten Bundesliga war. Insofern verfügt der Gegner schon über exzellente Spieler. Neben Terodde haben sie einen Erstligastürmer oder einen Stürmer mit Erstligaqualität. Auch noch auf der Bank mit Córdoba, den ich selbst schon, gegen den wir selbst schon mit Ingolstadt gegen Mainz gespielt haben. Ein sehr unangenehmer Spieler und auch einige sehr gute Fußballer im Mittelfeld, die es gilt natürlich auch zu kontrollieren und es aber dann auch wieder zu schaffen, unsere Qualitäten in dieses Spiel einzubringen. Jan Arndt, Bild Dresden. Eine Frage an den Trainer. Herr Weibvogel, ist Dynamo schon reif für den Angriff auf ganz oben? Jetzt wünschen sich wahrscheinlich viele, dass ich laut Ja rufe. Also wir gehen es da ganz pragmatisch an. Wir arbeiten sehr intensiv, wir bereiten uns sehr intensiv auf den nächsten Gegner vor und wir freuen uns, dass wir uns mit diesem Top-Team messen können. Und wir werden sicherlich auch am Samstag eine Menge Aufgabenstellungen vom Gegner auch bekommen, die wir lösen müssen. Und da müssen wir schauen, wie weit wir sind. Und das wird aber jede Woche der Fall sein. Ich habe in unserem Spiel schon eine Menge Gutes gesehen. Ich habe aber auch noch einiges gesehen, wo wir dran arbeiten müssen. Das war auch im letzten Heimspiel hier so. Da haben wir sicherlich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Aber wir hatten auch Phasen der Passivität. Und die müssen wir halt immer mehr kontrollieren und immer mehr abstellen. Die nächste Frage kommt von Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Herr Walpurgis, Patrick Ebert hat die Woche nicht alle Trainingseinheiten mitmachen können. Sie haben ihn jetzt nicht erwähnt bei der Liste der Ausfälle. Ist er auch so weit fit, dass er von Beginn an spielen kann? Ja, also er ist natürlich für uns ein extrem wichtiger Spieler, zum einen fußballerisch, zum anderen aber auch ein Spieler, der mit unglaublich viel Leidenschaft
und Einsatzbereitschaft als Vorbild auf dem Platz für die Mannschaft agiert. Ich habe ihn diese Woche auch bewusst rausgenommen. Er wurde nochmal behandelt. Er ist ja da auch nicht der Jüngste. Insofern müssen wir da auch immer schauen, dass er zum Wochenende in seiner Top-Verfassung ist. Und da gehören natürlich solche Maßnahmen dann auch dazu. Insofern hat er am Anfang der Woche nicht alle Einheiten mitgemacht. Nochmal Jochen Leinert. Ayas, vielleicht kannst du ein bisschen was von deiner kurzen Zeit in Köln erzählen. Da ist nicht so viel bekannt hier. Du bist ja aus Regensburg hierher gekommen. Ja, wie war das damals und wie kam dann der Wechsel weg von Köln zustande? Damals habe ich ein halbes Jahr in Wiedenbrück gespielt und dann hat der SFC Köln mich gekauft. Es lief einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war das erste Mal so richtig weg von zu Hause. Hab vieles auch nicht so richtig gemacht, was dem Verein so gefallen hat. Und ja, dann haben wir von beiden Seiten entschieden, dass ich den Verein wechseln werde. Und so bin ich nach Regensburg gekommen. Gibt es dort noch jemanden, den du aus deiner kurzen Zeit dort kennst, auf den du dann am Wochenende triffst? Ja, damals habe ich mit Hector zusammengespielt, mit Horn. Sonst glaube ich keinen mehr. Jan Arndt, Bild Dresden. Eine Frage an Ayas. Ayas, wie geht's nach Köln weiter? Länderspiel diesmal oder bleibst du wieder in Dresden? Ich habe dann auch hoffentlich 2 Tage frei und fliege dann am Dienstag nach Oman zum Länderspiel und dann nach Kuwait und komme dann am 21. zurück. Ganz ein Terminkalender im Kopf, Respekt. Nächste Frage von Sven Geisler. Auch an Ayas, wie beurteilst du selbst jetzt deine Rolle und auch deine Stellung innerhalb der Mannschaft? Du bist Stammspieler inzwischen, unumstritten, sage ich mal. Sag mal selber was zu deiner Entwicklung und auch dazu, was vielleicht aus deiner Sicht dafür den Ausschlag gegeben hat. Außer dem Trainerwechsel, musst du nicht erwähnen. Ja, also auf jeden Fall, damals hatte ich ja, wie alle wissen, ein bisschen Probleme. Und ich war kurz davor, den Verein zu verlassen. Mit dem Trainerwechsel ist natürlich für mich positiv geworden. Ich konnte ja nicht wissen, dass der Trainer mich direkt spielen lässt. Er hat mir natürlich die Chance gegeben. Ich denke, ich habe es zurückgezahlt. Und ja, ich bin froh, dass ich jede Woche beweisen kann, dass ich besser kann als vorher. Und ich denke, dass ich auch einiges zurückgebe im Moment. Sven Geisler, das Mikro ist noch bei dir. Die Anschlussfrage geht natürlich an den Trainer Walpurgis. Warum ist Ayas für das Spiel, für ihr Spiel, für die Mannschaft so ein wichtiger Spieler, so ein zentraler Spieler? Ja, also wenn man Ayas kennt, dann spürt man natürlich auch, dass es ein Straßenfußballer ist, ein Kicker, der unglaublich viel Lust am Fußballspielen hat, der sehr gut in den Zwischenräumen agiert. Ich habe ja mal gesagt, so als schwimmender Zehner sehr kreativ agiert. Und ich kannte ihn ja auch schon viele Jahre, habe damals auch das Spiel in Wiedenbrück gegen Köln gesehen, als er dort gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal gespielt hat, war es richtig? Ja. Ja, und dann auch dementsprechend außergewöhnlich gespielt hat, worauf der FC ihn dann auch gekauft hat. Ja, und er ist sehr ehrlich und er ist sehr, sehr offen. Er trägt manchmal sicherlich auch das Herz auf der Zunge, aber das mag ich. Und er hat unseren Fußball sehr gut angenommen, vor allen Dingen, was für ihn auch nicht ganz so leicht war das Spiel gegen den Ball, weil er ist jemand, der natürlich sehr, sehr kreativ mit Ball ist, aber seine Aktionen gegen den Ball werden immer besser. Er wird jetzt da auch, oder er ist schon ein wichtiger
Ballgewinner geworden bei uns im Mittelfeld und das ist für unser Spiel generell sehr wichtig und ich bin davon überzeugt, dass er auch noch eine Menge Potenziale hat, die er auch noch freimachen kann, wenn er hat es ja auch eben schon gesagt, dass er in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Daraus muss man lernen als Fußballer und muss da die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann für sich seine Karriere so gestalten, dass man sie lebt mit all den Potenzialen und Fähigkeiten, die man hat. Und da freue ich mich jeden Tag, dass wir daran arbeiten können. Und da setzen wir uns auch kritisch auseinander. Gestern war so ein Tag, da haben wir uns auch kritisch auseinandergesetzt. Und heute geht es wieder positiv nach vorne. Tom Jakob, Dresdner Morgenpost. Zwei Fragen an Herrn Walpukis. Zum einen, also Frage 1, sehen Sie sich vielleicht auch ein bisschen so als Psychologe, dass Sie sagen, gerade jetzt vor so einem Köln-Spiel machen Sie so ein Team-Event, wo eben Lasertag gespielt wird, wo Bowling gespielt wird, dass Sie gerade mal den Kopf frei bekommen, mal was anders erleben, mal was anders, so ein Team-Gedanke irgendwie schaffen? Ist das irgendwie so ein psychologischer Trick vielleicht von Ihnen mit, was Sie anwenden? Nein. Trick nicht, es ist einfach, es gehört dazu. Wir sind in einem Mannschaftssport und der Teamgeist und die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich auch unglaublich wichtig. Dass jeder Spieler spielen will, das ist vollkommen normal. Aber wir müssen vor allen Dingen als Team funktionieren. Und dort muss jeder sich natürlich mit seiner Leistungsfähigkeit voll einbringen. Trotzdem habe ich als Trainer die schwierige Aufgabe, dann auch am Wochenende zu entscheiden, wer spielt. Und mir ist es aber trotzdem wichtig, alle Spieler maximal zu fördern und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass wir sie immer unterstützen. Und insofern sind solche Events, glaube ich, auch für die Mannschaft eine tolle Abwechslung, wo wir auch nochmal unsere Sniper-Qualitäten unter Beweis stellen konnten bei unterschiedlichen Disziplinen. Und das wird uns natürlich am Samstag auch bevorstehen. Dann würde ich noch Teil 2 der Frage, was auch so ein bisschen an die Psychologie rangeht. Und zwar der Justin Löwe hat sich ja nach dem Spiel gefreut wie Bolle, dass er da eingewechselt wurde gegen Sandhausen, auch wenn es nur die letzten Sekunden waren quasi. Vielleicht, was gibt das dem jungen Spieler, also auch im Nachhinein? Was haben Sie jetzt auch in der Trainingswoche gemerkt? Was gibt ihm das? Und gibt es auch quasi in Zukunft die Chance, vielleicht, weiß nicht, ob es gegen Köln auch dazu kommen könnte, aber wenn jetzt bei einem anderen Spiel, wenn jetzt bis zur 85 Minuten eine Vorentscheidung getroffen wurde, dass zum Beispiel auch Marius Hauptmann, Osman Atilgan, dass die vielleicht auch mal die Chance bekommen, da auch so reinzurücken, auch wenn es nur die letzten Minuten sind, was gibt den Jungs das? Also erstmal, das habe ich auch schon direkt nach dem Spiel gesagt, ich habe dort mit dieser Einwechslung, wollte ich auch einfach seinen unermüdlichen Einsatz, seinen Teamgeist belohnen. Das ist ein ganz besonderer Moment für jeden Spieler, wenn er in seinem Stadion, bei seinem Verein, vor diesen tollen Fans eingewechselt wird. Und das war von mir natürlich auch ein Signal an ihn, wo ich zum einen Danke sagen wollte, auch für das, was er für das Team getan hat. Und zum anderen wollte ich ihm aber auch signalisieren, dass es sich einfach lohnt, dran zu bleiben und so hart zu arbeiten. Er war jemand, der in den vergangenen Monaten die Mannschaft unglaublich stark unterstützt hat, immer fürs Team da war, sich total zurückgenommen hat, einfach stolz war, dass er dabei war. Dadurch hat er sich auch gut entwickelt. Er war an dem Tag vorm Spiel, war schon auf dem Weg in den Kraftraum und wollte noch extra arbeiten, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass er im Kader dabei ist. Und das war für ihn natürlich dann der erste schöne Moment, dass er im Kader dabei war und natürlich dann der nächste schöne Moment, dass er in diesem Stadion dann sein Profidebüt gegeben hat. Und jetzt geht es darum, weiterzuarbeiten, sich weiterzuentwickeln. Er hat einen tollen Charakter, eine unglaublich gute Einstellung. Das sind sehr gute Voraussetzungen, um seine eigene Entwicklung voranzutreiben. Wer hat die nächste Frage? Jan Arndt, Bild Dresden. Eine Frage an den Trainer. Der RS Ayers hat gesagt, er hofft, dass er nach dem Köln-Spiel 2 Tage frei hat. Hängt das vom Ergebnis ab? Haben Sie einen Kurzurlaub als Siegprämie ausgelobt? Oder? Ich glaube, das hofft Ayers jede Woche. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Ja, Ayers, du triffst einen ehemaligen Mitspieler.
wieder? Du weißt, die Schlange ist auch ganz gut am Ball. Wie muss man, falls er denn spielt, wie muss man denn Niklas jetzt in so einem Spiel bearbeiten? Ja, na klar, ich glaube, die ganze Mannschaft kennt Niklas. Er ist am Ball sehr kreativ, er hat gute Bewegungen. Ja, wir müssen versuchen, ihn im Griff zu bekommen, wenn er spielt. Direkt stören, direkt attackieren. Aber ich denke, am Spieltag haben wir einen Matchplan, was wir vor jedem Spiel haben. Und ja, so werden wir gucken, wie wir den Gegner bearbeiten werden. Hat man da vielleicht Hemmungen, auch mal so richtig zur Sache zu gehen, richtig reinzugrätschen, wenn man den Jungen so gut kennt, eine Weile mit ihm zusammengespielt hat und auch weiß, er ist ja nur auch nicht gerade ja, ein Typ wie Lasogga, wie ein Schrank, wo man sagt, da kann man richtig hingehen? Ja, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, wir wollen das Spiel gewinnen. Wenn er an jemanden vorbeiläuft, ich an den Ball komme oder auch nicht, dann gehört eine Grätsche oder auch mal ein Ziehen oder so dazu. Und das egal, ob das Niklas ist oder Terodde oder wer auch immer. Die nächste Frage hat Jens Maßlich, dpa. Herbert Pogges, wo wir gerade bei Zweikämpfen sind, wie groß sind denn die Chancen von Yannis Nicolaou wieder in die Startelf zu rücken? Und vielleicht können Sie auch allgemein noch ein paar Worte zu ihm verlieren. Für ihn ist es ja auch ein ganz besonderes Spiel in Köln. Ja, er war natürlich auch vor seiner gelb-roten Karte für uns sehr wichtig. Yannis hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Wenn man sieht, dass er aus der dritten Liga kommt von Würzburg, dann hat er jetzt doch schon eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Wochen und Monaten. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Ebi und auch Barisch das sehr gut gemacht haben auf den Positionen. Und für mich ist es immer gut, wenn die Aufgabe schwer ist, wie wir dort antreten und wenn wir eine Menge zu überlegen haben. Und das haben wir sicherlich auch nach diesen guten Leistungen und das haben die Trainingsleistungen der Jungs auch bestätigt. Jochen Leimertz. Ja, nochmal eine Personalfrage. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Situation für den Haris Duljević ist ungewohnt. Hat er sich denn in dieser Woche auch so gezeigt, dass Sie sagen, ja, das ist das, was ich sehen will und er zeigt die Reaktion, die Sie sich erhoffen? Also Haris ist unbestritten natürlich eins unserer größten fußballerischen Talente. Er hat Fähigkeiten, die sind unglaublich schwer zu erlernen. Jetzt geht es natürlich auf seiner Position auch vor allen Dingen darum, das Spiel gegen den Ball anzunehmen und sich dort zu präsentieren. Das versucht er jeden Tag und wir versuchen ihm da auch immer viel Feedback zu geben und seine Fähigkeiten auch in dieser Mannschaft so frei zu machen, dass wir sie optimal nutzen können. Und ja, da haben wir schon noch ein Stück weit Weg vor uns, das sehen wir auch, aber er nimmt es sehr gut an. Wir sind da in einer guten Kommunikation und wir hoffen auch, dass wir ihn dahin bringen können, dass wir ihn so integrieren können in die Mannschaft, dass er diese exzellenten Fähigkeiten, die er hat, dann auch optimal ins Team einbringen kann. Wer hat die nächste Frage? Gibt es noch Fragen? Jochen Leimert nochmal mit dem Mikrofon in der Hand. Köln ist ein sehr großes, ein sehr stimmungsvolles, da wird viel gesungen, da ist es laut. Besondere Atmosphäre noch so kurz vorm Karneval. Worauf freuen Sie sich am meisten? Beide. Ja, ich glaube, man spielt nicht oft vor 50.000 Zuschauern. Wir als Mannschaft haben auch schon drüber geredet. Ja, ich glaube, jeder Spieler freut sich auf das Spiel. Ja, das Karneval dort ist glaube ich auch für die Fans in Köln schön. Ja, ich freue mich ganz besonders auf das Spiel. Ich bin sehr motiviert. Ich hoffe, der Trainer gibt mir die Chance, dann dort auch zu spielen. Ja. Das liegt immer an dir. Ja, also für mich ist Karneval, wenn wir da gewinnen. Und insofern
der Tag danach ist für mich jetzt nicht so entscheidend, sondern die 90 oder 95 Minuten, die sind für mich immer das besondere Highlight der Woche. Darauf arbeiten wir hin. Die Mannschaft ist gut drauf, die Mannschaft hat sich gut entwickelt und es ist eine Top-Mannschaft, eine absolute Spitzenmannschaft, mit der wir uns messen. Und wenn wir da ein gutes Ergebnis erzielen, dann ist für mich Karneval. Sind noch Fragen offen? Habt ihr noch was im Gepäck? Alles besprochen, dann von mir in aller Kürze die Informationen. Anstoß am 10. November in Köln um 13 Uhr. Der Gästeblock öffnet seine Tore 2 Stunden vorher um 11 Uhr. Die Gastgeber erwarten ein ausverkauftes Rhein-Energie-Stadion mit 50.000 Zuschauern. Davon wären im Gästeblock 4.400 Dynamo-Fans mit dabei sein und die Mannschaft beim Auswärtsspiel in Köln unterstützen. Der Schiedsrichter steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Unser Nachwuchs zum Abschluss spielt wie folgt. Die U19 in der Junioren-Bundesliga hat Auswärtsspiel Samstag 11 Uhr beim Hamburger SV. Die U17 hat in der Bundesliga spielfrei. Die U16 auswärts Samstag 13.30 Uhr in Leipzig bei Rasenballsport. Und die U15 auswärts Sonntag 13 Uhr beim SV Babelsberg. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank, Ayas. Vielen Dank euch und allen zusammen. Eine gute Anreise nach Köln. Tschüss.